um da rauszukommen. Ja. Ja, jetzt muss ich natürlich wieder von vorne anfangen. Das macht immer wieder Spaß, nicht wahr? Ja, das halt, das nervt mich halt echt, wenn Gegner mich einfach mit einer Combo tot machen können. Aber dann ignoriere ich jetzt einfach die ganzen Kisten. Ja, brauchst du sowas wie Dixie oder Trotzkopf. Ich weiß halt immer nicht, welcher von beiden Kompos ist. Big Shield ist Kompos, glaube ich, und trotzdem ist es Strafe. Oder so ähnlich. Naja. Da auch draußen. Draußen interessiert es mich nicht. Aha. Hier ist der Ausgang gewesen. Toll, ein paar Meter vom Ausgang wäre es gewesen. Okay, was kommt jetzt? Weißt du noch, ich werde jetzt nicht unbedingt toll auf, nicht so deutlich sagen, was ich meine. Ich hoffe, dass du weißt, was ich meine. Wo ich vorhin 93 habe, habe ich jetzt 98, also fehlen noch 2 Punkte. Aha, ich weiß, was du meinst. Dann habe ich das Event fertig. So gut wie. Ihre erste Stück. Oh ja, von hinten. Ja, wie immer von hinten. Und vorne gleichzeitig. Es ist halt ein Gangbang. Ja, du wirst halt zum Sandwich gezwungen. Man nimmt dich von vorne und von hinten gleichzeitig. Ja, dadurch, dass die schwarz sind, kann man ja gleichzeitig sagen, dass es ein Mischschnitt ist. Wenn du weiß wärst, ja. Naja, Rico ist weiß. Oder als welche Hautfarbe würdest du das bezeichnen bei Rico? Ich rede von der Klamotten, von der Hautfarbe. Ja, es geht aber um die Hautfarbe bei Sandwich. bei mir steht immer nicht. Okay. Ja gut, okay, ich weiß ja nicht, wie sie aussehen. Aber die Rüstung ist halt komplett schwarz bei ihnen. Ja, und deswegen bin ich von der Kleidung ausgegangen, weil man halt bei denen nur die Kleidung sieht. Ja, das ist halt... Hast schon recht. Außerdem wird jetzt der Xi mich sowieso wieder schlagen wollen für diese Aussage. gut. Hi! Blöde Star Wars, Sith Ninja, Mistviecher. Das hier so eine Art Labyrinth sein. Drei Stück, das ist ja richtig. Okay. Aber wenigstens weiß, dass sie kommen, ist ja halt halbwegs okay, aber wenn sie so überraschend kommen, ist das schlimm. Mensch, erledigt. Aber hier drüben ist auf jeden Fall ein Weg. Ich weiß aber nicht, ob ich da schon hin will. Den Speicherpunkt, der wäre erstmal Speicher. Ich einen neuen Speicherstand. Hi. Zwei Stück mal wieder. Auf dem 3DS jetzt nur insgesamt 2 Tütchen drauf. So, oder 3. Was? Oder wie dumm ist das denn? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Tja. Ich habe übrigens beim Zahnarzt nochmal gefragt, wie viele Kronen er mir machen wird. Aha. 10. Ja. Holy moly.
Das wird ein langer Tag. Mein Schimmel doch mal nicht. Kleine Truhe und das war's oder was? Abi-Schlag. Das klingt gar nicht so schlecht. Guck ich mir mal an. Führe einen Triangriff aus, der bei manchen Gegnern Antikraft aus. Gleich mal ausgerüstet. So. Ich war jetzt da hinten. Da war immer noch ungeöffnete Truhen. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Hey, hier ist zu. Komm nicht drüber. Ist ja noch andere Treppen. Ach, das ist da unten, wo ich herkomme. Ich natürlich nicht runterfallen. Wird sie das können. Okay. Gehen wir jetzt erstmal hoch. Ja, natürlich mich hier aufzuknitzen. Okay. Warum ich jetzt bin? Irgendeine Kommandozentrale aus. Und da sind sie ja. Okay. Vielen Dank. Ich glaube, das war meine Vampire, die das gerade gemacht haben. Wow, auf so einem kleinen Raum solch viele Gegner. Von der Sorte. Das ist halt echt nicht nett. Okay. Die nächsten? Okazi, glaube ich. To the flight deck. But Clue be here any minute. We'll never make it. Don't worry. Riku's here to help. Okay, geht zum Portal. Da hole ich mir die Kiste. Okay. Na dann. Bis hier jetzt langsam mal der Bosskampf kommen. Also ich denke mal, beim Portal wird er wahrscheinlich sein. Unmöglich. Vor auf dem Kopf weiß ich nicht mehr. Gotcha.
Eieiei. Durch diese blöden, ehrlich gesagt, diese Bahnen auf dem Boden sind zwar ziemlich nützlich teilweise, aber auf der anderen Seite gehen die mir so auf den Sack. Oh nein, nein. Ich meine, ich habe das Ding mal umprogrammiert, dass es mir hilft. Kann schon sein. So. Nice shot. Trophäe, halt ein Superhacker. Alles klar. Ist klar, natürlich habe ich Superhacker erreicht, weil ich bin absolut der Beste. Ich bin ja auch der beste Hacker in diesem Spiel. Das ist ja nicht das, was ich am schlechtesten kann. Switch Target. So, jetzt sollten sie mir hoffentlich helfen. Falls überhaupt noch Gegner da sind. Ja. Mhm. Und natürlich sind sie jetzt Gegner ausgegangen. So. Aber da sind ja auch schon die nächsten wunderbaren Ficker. Luft bist du tot. Ah. Ist ein Speicherpunkt, aber ich habe schon wieder einen neuen Gegner. Mhm. Noch einmal von der Sorte. Oh, und dann schlägt der Luft wegen deiner Zauber. Ja. Ist halt einfach einer der besten Zauber. Kann man nichts gegen sagen, meiner Meinung nach. Oh, Kiste. Und ich glaube, das war's mit dem Raum. Sehr schön. Portaltreppe. Klar. Kommt schon jetzt kurz hin, oder? This is mine. Had a feeling you'd be here. You! You promised that we would change the world together. You broke your promise. I took the system to its maximum potential. And now, you see the applications at my disposal. I don't believe it. You can leave this one to me. Also ein Kritikpunkt, den ich schon im Spiel habe, ist irgendwie, dass ich nur gegen solche Traumfänger-Bosse kämpfe. Bisher. Yeah.
Und du meinst nicht so weltenspeziell, ja? Mhm. Zum Beispiel sowas wie im ersten Teil mit Clayton. Genau. Oder Hades oder sowas. Oder Jafar. Okay, er kann die Dinger werfen, alles klar. Es wird jetzt erstmal ein bisschen gestört, bis ich verstanden habe, was er genau macht. Ja, irgendwie bin ich auch einfach recht müde. Okay. Das dauert wohl noch ein bisschen. Ja, ich. Der erste, der dritte Versuch oder so. Ja. Spiel Veteran, das ist. Ich finde, das ist. Noch keine Zeit, wo man sagen kann, okay, jetzt habe ich lange gebraucht. Was ich nervig ist, dass meine ganzen Kommandos halt immer noch nicht aufgeladen sind, der den Kampf schon nicht fertig macht. Ich weiß. Hab ich schon hinter mir. Zwar nicht auf der PlayStation 4, aber auf dem 3DS. Was hat mich jetzt getroffen? Ein Gegner, der viel zu schnell zum Sehen war. Ja, Aura-Konter ist ja eine super Sache. Die Reichweite von dem ist echt gewaltig. Man könnte meinen, dass der Aura-Konter dafür gemacht ist, keine Reichweite zu haben. Oh, meine Fresse. Bei gewissen Attacken hätte er sich sehr schnell bewegen. So. Ja. Wenn ich endlich mal heilen. Achso, hier ist eine Linie auf dem Boden. So. Okay, dann mach halt einfach 1000 Projektile aus nichts. Ist okay. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich habe dich nicht irgendwie dadurch als Overpowered angesehen. Leg dich da. Moment, kann ich auf dem Ding hier bleiben und wird nicht getroffen. Tja, tot. Dieses Vieh ist einfach nur zu kotzen. Ja. Oh. Was soll man gegen 20 Millionen Projektile auf einen Schlag machen? Meine Fresse. Nicht mal Zigbar ist so unfair auf Veteran. Er kann einen Tod kombonen. Wieso macht er mich One-Hit? Veteran-Modus? Ja, kann ich jetzt nicht sagen.
Ja, das habe ich ja verstanden, aber trotzdem, One-Hit ist nicht... Das ist keine vernünftige Schwierigkeit. Also... Ja. The fuck? Okay.